Что такое коллег? Was ist das Tödehäuskolleg? Was ist das Tödehäuskolleg für dich? To jest takie miejsce, gdzie można poszerzyć swoje horyzonty. Возможность проявлять свою гражданскую позицию, высказывать свое мнение. Erfahrungsaustausch mit anderen Leuten und erleben neue Kulturen und Traditionen. А также стремление изменить социальную ситуацию в обществе. Vielleicht ist es einfach ein Programm für junge Leute. Deutsche und Leute aus Osteuropa zusammentreffen und gemeinsam Kultur- und Demokratieprojekte auf die Beine stellen. Without salary to take so much motivation and so much inspiration, it is excellence. Ответственность за свой город, любовь к своему городу. Мои друзья, интересные люди, с которыми я познакомилась. И ваш хэнч выезд. Wyjeżdżać z powodu, że masz tam wesoło, bo ci wszyscy sprzyjają, wszyscy cię, no, wiesz, lubią. Die Grundidee des Heuskollegs ist immer das Gleiche, dass man junge Leute, die motiviert sind, unterstützt, dass sie dann auch aktiv werden. Das ist vielleicht die Wurzel dessen, wo wir auch herkommen und auch der Stamm, der so das Zentrum unseres Programms und unserer Gedanken ausmacht. Das führen wir einmal in internationalen Zusammenhängen durch, aber auch in Kooperationen mit lokalen oder regionalen Partnern, zum Beispiel in Russland oder in Südosteuropa oder im südlichen Kaukasus oder der Ukraine. Ja, wir haben so ein Qualifizierungsmodell, das von 4 Schritten ausgeht, 4 Phasen. Und das ist eigentlich der Kern, der überall in allen unseren Aktivitäten der gleiche ist. Da geht es darum, junge Leute zum Engagement zu motivieren, etwas aktiv als Bürger zu tun, in Form eines Projektes. Und wir unterstützen sie dabei im ganzen Prozess, in dem sie aktiv sind, von der Ideenfindung bis zur Umsetzung und zur Reflexion, durch Begleitung, Mentoring und durch Fortbildung zum Projektmanagement. Nach der Durchführung ist uns sehr wichtig, dass es eine Reflexion des gesamten Engagements gibt. Besonders am Heuskolleg ist, würde ich sagen, dass uns die Lernerfolge, die sich aus diesem Engagement ergeben, interessieren, weil wir ja Menschen auf der persönlichen Ebene stärken wollen. In der Programme habe ich mich mit dem Projekt beschäftigt. Быть сильной и добиваться цели. Ich mich verändert habe. Natürlich in diesem Sinne, dass ich viele sehr talentierte und sehr interessante Menschen getroffen habe und sie haben auch mich beeinflusst. Я научилась правильно работать в команде, я научилась слышать и слушать других людей, понимать их, научилась переговоры вести также. Es bleibt wegen dieser Erfahrung länger im Kopf, dann etwas, das man an einem Unterricht in einer Klasse lernen kann. Można dowiedzieć się czegoś nowego o świecie i zobaczyć świat z trochę innej strony. Du weißt, wo du hin willst und hast dich mit dir selber intensiv auseinandergesetzt und auch hard an dir selber gearbeitet. Well, I remember the day when she was telling about the impressions and sharing with us the impressions of the first training with getting involved guys. And what I remember from that day was her blinking eyes. Something new was beginning in her life. Der Teilnahme an den Seminaren und Projekten vom Theodor-Heuss-Kolleg hat er sich gesellschaftlich und fachlich entwickelt. Да, я считаю, что Юля после прохождения ГО стала увереннее в себе. У нее улучшились организаторские способности. Gut, er ist erwachsen geworden. Er ist weltkundig geworden. Er hat sich viel mit Sprachen beschäftigt. Стала более открытой, более самостоятельной. Gdyby nie Theodor Heuskolleg, to nie zajmowałabym się tym, czym zajmuję się teraz i nie mieszkałabym tam, gdzie mieszkam. Das Spannende ist ja, dass diese verschiedenen Menschen, die da gefördert werden, in einem Netzwerk eingebunden sind, dass die wiederum neue Sachen anstoßen nach ihrem Engagement und dass die dann aktiv sind. Das ist im Prinzip der Traum, der hinter unserem Programm steht. Von der Graswurzel sozusagen
bis zur aktiven Zivilgesellschaft.